Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video geht es um meine Diplodenia. Viele von euch haben ja das Video gesehen, wie ich meine Diplodenia überwintert habe. Und einige von euch haben jetzt auch die Frage gestellt, was ist aus deiner Diplodenia überhaupt geworden? Hier seht ihr es. Ihr habt vielleicht auch schon das Video gesehen, dass ich die Pflanze auch schon zurückgeschnitten habe. Das sollte man machen, bevor es wieder nach draußen geht. Ich warte jetzt noch bis Anfang Mai ab, bis die Eisheiligen vorbei sind. Dann wird meine Diplodenia auch wieder draußen stehen, wenn nämlich die Temperaturen so ja, auch nachts etwas über 8 Grad sind, also wenn Frost auf jeden Fall vermieden werden kann. Ich werde meine Pflanze auch nicht gleich in die direkte Sonne stellen, sondern erstmal etwas geschützt stellen. Macht das bitte auch, damit die Pflanze keinen Sonnenbrand bekommt. Ihr werdet vielleicht lachen, aber das kann tatsächlich passieren. Und das ist im Prinzip aus der Diplodenia geworden. Umtopfen muss ich sie noch nicht. Ungefähr alle 3 Jahre kann man das machen. Die Pflanze hier ist ja erst 1 Jahr alt, also 1 bis 2 Jahre kann ich sie hier noch locker drin lassen. Und ich würde sagen, wir gucken sie uns einmal aus der Nähe an, damit ihr auch sehen könnt, wie sie jetzt tatsächlich nach der Überwinterung aussieht. So, jetzt könnt ihr hier die Pflanze mal komplett sehen. Ich hatte sie ja schon mal zurückgeschnitten gehabt. Alles, was so abgestorben war, hatte ich rausgeschnitten. Und so sieht die Diplodenia jetzt aus. Hier könnt ihr schon mal sehen, was jetzt auch alles neu gewachsen ist an der Pflanze. Ich hatte sie ja nicht mehr direkt ins Winterquartier zurückgestellt, sondern sie schon ein leicht wenig heller und auch ein bisschen wärmer gestellt, damit einfach das Wachstum schon mal angeregt wird. Macht das nicht zu früh, weil sonst kann eventuell auch die Blüte ausbleiben. Bei mir ist es, denke ich mal, noch nicht der Fall. Die wird trotzdem blühen, die Diplodenia. Ja, so sieht sie aus. Und wie ich finde, macht sie einen ganz guten Eindruck. Und ich freue mich schon, jetzt, wenn ich die Pflanze dann direkt im Mai irgendwann, wenn die Temperaturen warm genug sind, auch wieder rausstellen kann. So, und jetzt seid ihr auf den aktuellen Stand der Dinge. So steht es um meine Diplodenia. Sie geht jetzt nochmal für ein paar Wochen zurück ins Quartier, wo ich sie auch zuletzt reingestellt hatte nach dem Rückschnitt. Dann kann sie sich nochmal ein bisschen kräftigen und erholen, bevor es dann rausgeht und hoffentlich auch eine schöne Blüte gibt. Ich hoffe, dass euch mein Video hier gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!